Nach zwei Siegen und natürlich mit dem Punktemaximum führt Mario Bicholer das Ranking in der Casino Grand Prix Zwischenwertung 2011 an. Heute warst du in der Qualifikation auch mit dabei. Einen Abwurf hat es gegeben, dann hast du aufgegeben. Was war der Grund? Na, der Grund war eigentlich, weil ich mein Pferd schonen will, weil mein Pferd springt sehr gut, ist gut drauf. Ich habe den Vorteil, dass ich den letzten Casino Grand Prix gewonnen habe und daher vorqualifiziert bin. Ich musste nur an den Start gehen, das Ergebnis ist egal. Dazu haben wir gedacht, mein Pferd ein bisschen schonen und jeden Sprung, was ich weniger mache, habe ich natürlich mehr Kraft am Sonntag und mehr Power. Und nächste Woche sind die Staatsmeisterschaften und das war eigentlich der Grund, dass ich mein Pferd ein bisschen geschont habe und Pause gemacht habe. Aber sozusagen ein bisschen Schnuppern war heute schon mit dabei. Ja, Schnuppern war mit dabei. Also das Pferd springt gut, ich habe gleich ein bisschen angegriffen und mir ist dann in der Dreierkombination ein blöder Fehler passiert, ziemlich zum Schluss eigentlich. Ist halt Pech passiert, aber ich bin zufrieden und jetzt habe ich noch ein bisschen geschont und am Sonntag geht es weiter. Wo kommt eure Dominanz her? Ja, keine Ahnung. Das Pferd springt gut, wir sind gut drauf, wir haben halt einen ganz guten Lauf und das ist in der Reiterei so. Ab und zu geht es ein bisschen bergauf, ab und zu geht es ein bisschen bergab. Es scheint so, dass wir zurzeit einmal alles richtig machen und ein gutes Management haben und ich hoffe, das hält noch lange an. Sprechen wir mal in der Fußballersprache. Ist am Sonntag der Hattrick drin? Oh, nein, wir hoffen. Wenn wir ein bisschen Glück brauchen wir und dann schauen wir mal, wie es geht. Farach liegt ja, wenn man die anderen Ergebnisse bisher ein bisschen unter die Lupe nimmt. Farach ist eigentlich sehr gut. Farach ist ein super Pflaster für mich. Farach habe ich schon zweimal den Casino Grand Prix gewonnen und auf dem 3-Stern-CC schon Championat und mit anderen Pferden auch sehr erfolgreich. Also es ist immer toll hier zu reiten und es ist eine super Anlage. Die Bodenverhältnisse sind gut und das Publikum macht immer super mit und es macht dann Spaß und das motiviert natürlich. Man kann sagen, alles ist eigentlich für dich angerichtet, am Sonntag den dritten Sieg zu landen und dann unter Umständen schon den Gesamtsieg vielleicht frühzeitig feiern zu können. Naja, den Gesamtsieg frühzeitig kann man eigentlich noch gar nicht feiern, weil im Finale zählen die Punkte doppelt. Also wenn ich jetzt am Sonntag vorne mit dabei bin, dann habe ich natürlich einen großen Vorsprung, aber ich müsste eigentlich 200 Punkte Vorsprung haben, dass ich sagen kann, jetzt brauche ich im Finale eigentlich gar keine Leistung mehr bringen, dass ich dann vorne dabei bin. Natürlich ist der Vorsprung der Punkte auch ausschlaggebend und es ist schon gut, wenn das ein bisschen so ist. Aber ich glaube, gerechnet wird bei euch nicht. Naja, nein, jetzt schauen wir mal. Sprechen wir wieder darüber hinaus, was passiert am nächsten Wochenende. Da gibt es die Staatsmeisterschaften. Ich glaube, da gibt es auch einen Favoriten auf Gold und der heißt Mario Bicholer. Oh, Staatsmeisterschaften sind natürlich ganz schwer und Staatsmeisterschaften sind vielleicht noch ein Tick höher und länger, die Parcours. Natürlich ist es so, dass mein Pferd eigentlich eine sehr konstante Leistung bringt und wenig Springfehler hat. Aber neues Turnier, neues Glück und da wird neu abgerechnet. Jetzt schauen wir mal, natürlich, das ist natürlich sehr gut, wenn du eine gute Form hast und du weißt, du bist gut drauf und jetzt kommen dann die Staatsmeisterschaften, ist das natürlich sehr motivierend. Aber ja, neues Turnier, neues Glück. Jetzt haben wir schon so oft dein Pferd angesprochen, vielleicht kannst du uns dieses Pferd auch ein bisschen näher vorstellen. Mein Pferd ist 9 Jahre, ist ein österreichisches Pferd, gehört die Hälfte den Thomas Frühmann, da habe ich die Hälfte abgekauft. Ist eigentlich ein Tick schüchtern, so wenn er reingeht im Parcours, dann schaut er immer so ein bisschen rechts, links und ist eigentlich sogar leicht ängstlich oder so. Wenn er dann die Glocke hört und wenn er dann angaloppiert und das sieht den ersten Sprung, ist er einfach ein Kämpfer und der gibt immer 150%. Nicht nur 100, sondern 150%. Ein österreichisches Pferd mit französischen Namen, wie kommt das? Den französischen Namen hat vom Thomas die Frau ausgesucht und der klingt gut und den haben wir natürlich beibehalten und das passt ganz gut. Das würde am Sonntag auch gut klingen, wenn der Mario Bicholer wieder die Nummer 1 ist. Ja, hätte nichts dagegen. Danke, alles Gute. Danke.